Also da, doch noch mal weiter hier. Ja, würde ich sagen, fahren wir doch hier mal rum. Ja, irgendwann werden wir uns da auch noch mal um diese Schiffe da kümmern. Ist das eigentlich ein bestimmter Grund, warum wir hier nicht weitergegangen sind damals? Und das muss doch schon wieder derselbe sein, oder? Stahl. Nein. Gleichstahl. Nein. Ja komm, dann erkunden wir doch gleich erstmal die Insel hier, wenn wir schon einmal da sind. 60 Fluchen ist aber gar nicht ganz so wenig. Ja, allein die Tatsache, dass das jetzt halt ordentlich Schaden macht, nicht mehr kostet, kann man sehr schön. Er kostet halt jetzt 20 Mana statt 15. Ja, macht halt auch unendlich viel Schaden. Hätte ich gedacht, die holen sich dir mal das Zeug vor, ne? Seehund. Also du kannst ja auch mal das hier holen. Du könntest natürlich auch mal das hier machen. Geschwindigkeit 2. Okay, also wenn wir ihn kontrollieren könnten, würde er ihn nachher angreifen. Weil man kann ihn halt daran hindern. Dafür schläft er ein. Naja. 3000 Gold, das lohnt sich ja schon mal ein bisschen. Na gut, mit einer Schlange Verlust können wir mal leben. Eine magische Rune.
Ihr wart resistent gegen Feuer, ja. Und die waren aber bestimmt hier anfällig dafür. Sehr wenig. Naja. Ich wollte das ja mal raus. Geschwindigkeit 3. 1, 2, 3. Dann versuch mal dein Glück. Schon mal 800 Schaden. Das ist ja relativ effektiv gegen Design. Genau. Das denke ich, ist okay sein. Ja. Vielleicht schläft er ja ein. Ah, geht doch. Ja, nicht genügend Schaden genommen, dann was die wieder überleben müssten. Natürlich, Konzentration wäre auch nicht ganz schlecht, aber das braucht halt verdammt viel magische Runen. Also wir sehen schon, da müssen wir dann wirklich sehen, dass wir da irgendwie mal hinkommen. Also das muss natürlich, ja, solange wir noch keine wirklich wichtigen Zauber haben, ist das erstmal vielleicht nicht so wichtig. Aber hier müssen wir zumindest mal Stufe 1 so von der hohen Magie bekommen. Das wird schon nochmal wesentlich was wegnehmen, wenn wir in der ersten Runde gleich zweimal casten können. Mittlerweile mehr als genug. Ja, trotzdem schön, dass wir das hier schon mal aufgedeckt haben und ich würde aber trotzdem mal sagen, dass wir hier halt mal rumfahren. Also hier rein sozusagen. Haus des Rotbart. Ah, okay. Eingang zur Unterwelt. Was er macht, ohne Warnschild. Vorsicht, Erdrutsch. Ja, mit denen sollten wir ja sowieso hier sprechen. Johoho! Und eine Flasche voll rum.
Welch guter Wind hat euch auf die Inseln geweht, Bursche? Geht nicht einfach weiter. Plaudert mit einem alten Piraten. Wie stehen die Dinge auf dem großen Land? Könnt ihr sofort erkennen, dass ich hier ein Neuling bin? Oh, Jugend. Ich bin auf den Inseln geboren. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und ich werde wohl auch hier sterben. Ich weiß, welchen Einfluss diese verdammten Steine auf Menschen und Monster haben. Seid ihr nicht der berühmte Pirat Rotbart, den ich suche? Ich weiß nicht, wen ihr sucht und warum, aber ich werde öfter als Rotbärtiger angesprochen, als mit meinen eigenen Namen. Sagt mir zuerst, was ihr von mir wollt. Vielleicht bin ich es ja, den ihr sucht. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht wisst, wo Lucky James steckt. Lucky? Sein Glück ist vorbei. Sohn, merkt euch meine Worte. Klar, man kann sagen, dass wir Nachbarn sind. Hehe. Seit ihn der Gouverneur in die Ecke getrieben hat, verhält er sich ruhiger. Schlag ihn doch einer tot. Viele, ja, sehr viele hätten ihn gern gesprochen. Deswegen ist er auf diese Insel gezogen. Weil der Halunke sich hier verstecken will. Seine Minen sind hier. Er verdient seinen Unterhalt mit der Förderung von wertvollen Erzen und hat Halbedelsteinen. Er versteckt sich in seinen Minen. Er hat Geheimgänge und alle möglichen zwielichtigen Geschäfte. Er sagt, dass er sich in den Minen versteckt. Danke. Wartet. Seht ihn euch an. Was für ein feuriger Kerl. Wie wollt ihr an der Wache vorbeikommen? Denkt ihr, niemand weiß von den Minen? Dort sind Gold und Edelsteine und außerdem Luckys Versteck. Ihr könnt da nicht einfach so hineingehen. Ihr braucht ein Geheimwort. Ein Passwort. Manchen machen wir Folgendes. Ihr helft mir und ich helfe euch. Ihr gebt Lucky das schwarze Zeichen von mir und ich verrate euch das Geheimwort. Damit euch die Wachen durchlassen. Abgemacht? Okay, gebt mir euer schwarzes Zeichen. Oh ja, wie ihr da hineingelangt. Also ihr solltet sagen, dass ihr Essen bringt. Und dann werden sie nach dem Passwort fragen. Das Passwort ist Garnele. Ich habe die Minen eine Weile beobachtet und so einiges mitbekommen. Also Garnele. Also hier ist der Eingang zur Unterwelt. Wobei, ob jetzt Unterwelt die Minen sind. Aber er meint ja auf seine... Okay, das könnte ja natürlich das Schild sein hier, ja, sozusagen. Okay, hier ist auch Minen-Lore. Auch dieser Wächter. Na, mal schauen, ob das hinhaut oder ob der uns jetzt reingelegt hat. Halt, nicht so schnell. Seht ihr nicht, dass das hier Privatgelände ist? Hier geht es nicht weiter. Fremden ist der Zutritt zu den Mieden vom glücklichen James untersagt. Okay, also hier haben sie wirklich direkt davor gesagt, dass er hier ist. Später wieder, kann man dann ehrlich sagen. Schrimp. Ihr seid spät dran, Schrimp. Also haben sie es natürlich wieder so gemacht, dass es. Ja, Garnele ist jetzt relativ ähnlich, aber. Man hätte den wahrscheinlich auch so weghauen können, aber wie schon gesagt, wir wussten jetzt halt nicht, wie stark er ist. Sprecht mit James.
der hat tatsächlich auch Zweige hier drin. Zwergenbergarbeiter. Was ist denn hier? Ach, man kann hier mit allen sprechen. Und das wird wahrscheinlich dann hier dieser... Ich weiß eigentlich, die bewacht, aber bevor wir uns damit so irgend sowas anlegen hier... Nicht sagen, sprechen wir erstmal mit... diesen James. Da ist ein Schild. Ein bisschen Kristalle wieder. Voilà. Tatsächlich gleich da durch. Hätte gedacht, dass es hier unten irgendwas vielleicht gibt. Nö. Na gut, ein Banner. 80 Führung. Na, für uns ist das ja ein bisschen was. Okay. Komm, das kann doch jetzt nicht sein. Ah, okay. Die wollen wir ja. Das ist so weit oben, dass man das Zeichen leider nicht sehen kann. Königliches Schwert und dann noch Runenschwertkampf, wo quasi aufwertende Waffen sind, aber für uns nicht so wichtig. Seehund, Schwertkämpfer und Räuber. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir eine Map haben, also können wir es auch nicht notieren, okay? Sieh an! Wer hat denn so lange nach mir gesucht und dabei die gesamte Bruderschaft der Piraten in Aufruhr versetzt? Mein Name ist Scorn. Wenn ich mich nicht irre, dann seid ihr James im Glück, höchstpersönlich. Ja, so werde ich genannt. Der Fluch der roten Qualle. Habt ihr eine Ahnung, Scorn, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Warum um alles in der Welt sucht ihr nach mir? Wir sind uns nie zuvor begegnet und es gibt rein gar nichts, das sich mit dem König von Darion verbindet. Ein Mann da. Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, was wir hier sagen. Vielleicht probieren wir das tatsächlich hier mal. Seht ihn euch nur an. Der königliche Schatzsucher beim Einlösen von Gefallen. Haha, ihr bringt mich zum Lachen, Scorn. James im Glück schuldet niemandem etwas. Okay. Okay, dann sagen wir mal, dass wir die Minenkarten suchen. Karten, sagt ihr. Ich habe Karten, aber ich werde meine Karten niemandem geben. Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Ritter oder ein Kurier des Königs seid. Nicht einmal den König persönlich würde ich eine Karte geben. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Nun ja, wenn euch wirklich so viel daran liegt, dann werdet ihr sicher bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen, sagen wir 100.000 Goldmünzen. Denkt nicht einmal daran, mich herunterzurandeln. Dieser Preis ist nicht unverhandelbar. Wie meine Großmutter immer zu sagen pflege, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Seid ihr verrückt? Das ist viel verlangt für ein Stück Papier. Warum seid ihr denn dann so scharf auf dieses Stück Papier, hm? Vielleicht weil es kein normaler Zwerg für mich angefertigt hat, sondern ein erstklassiger Mineningenieur?
Wer hätte gedacht, dass unter den Sklaven, die ich vom verrotteten Hecht erhielt, ein solches Talent zu finden wäre? Der verrottete Gnom hat mir die Karten in nur 2 Tagen gezeichnet. Nun ja, 5 Tage unter Folter und 2 Tage zeichnen. Nun hängt er in den Minen, an einer Stollenwand genagelt, als Warnung an alle, die geheime Informationen verraten. Ich hingegen bin nun in der Lage, einen Tunnel unter dem Meer hinein bis in das Territorium der Zwerge zu graben, um dort an kostbare Steine und Erze zu gelangen, wenn meine Mine ausgebeutet sind. Verrottender Hecht, sagt ihr? Ihr kauft Sklaven vom Anführer der Räuber Darions? Das ist ja höchst interessant. Okay. Besorgt 100.000 Goldmünzen. Okay, also ich meine, wir haben ja so viel. Dafür bekommen wir dann nur 7.000 Belohnung. Okay, ist natürlich jetzt von der Netto-Summe natürlich nicht so besonders, aber nur gut. So, Moment mal. Ich komme im Namen von Rotbart zu euch. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ich glaube mal nicht. Tausend blaue Bindenfischer, noch eins. Er hat mich also aufgespürt? Was wollt ihr? Ich glaube, ich verstehe bereits. Das schwarze Zeichen. Okay, gebt es mir. Ich respektiere die Gesetze der Bruderschaft und Meere. Ich werde euch nicht töten lassen, verdammte Parlamentäre. Was, wenn ich euch helfe, eure Probleme mit dem Rotbart zu lösen? Es ist angenehm, Geschäfte mit euch zu machen, Scorn. Ich schwöre bei meiner Haifischgalle, wenn ich diesen Bastard erledigt bekomme, wenn ihr diesen Bastard erledigt, bekommt ihr die Karten von mir. Das Glück soll mich verlassen, falls ich mein Wort nicht halte. Abgemacht. Ja, ist uns vielleicht lieber als 100.000 Gold zu machen, oder? Zu bezahlen. Ich meine, die Summe hätten wir. Na, mal schauen. Nun gut, also schauen wir uns doch mal an, was wir da jetzt für Optionen haben. Ihnen euer Zeichen gegeben. Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube mir, mich knutscht ein Wal. Ich dachte, dass ihr damit fertig werdet, Scorn. Und aus Dankbarkeit werde ich euch belohnen. Übrigens, was hat Lucky gesagt? Ich habe keine Ahnung von euren Angelegenheiten, aber ihn hat eine große Furcht ergriffen und er sagte mir, dass ich euch töten solle. Verstehe. Und wie lautet eure Antwort? Können wir uns also aussuchen. Ich meine, die Sache ist, wenn wir ihn jetzt nicht angreifen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wahrscheinlich für beide Quests erfolgreich abschließen können. Na, weiß ich noch nicht. Wir probieren es einfach mal. Geht ja auch so ein bisschen um die Erfahrung und so weiter. Wir konnten das abschließen und ihn jetzt natürlich noch besiegen. Ich denke mal, das wird mir am besten gefallen.
Szene. Besonders intelligent ist er nicht. Ja, okay, da es halt die Main-Quest ist, da sind meistens die Gegner wahrscheinlich noch nicht so hart. Auf jeden Fall jetzt ein Problem, Jungs. Kam auch nicht mehr zum Zaubern, weil er nie dran kam. Dann holen wir uns mal die Karte und dann schauen wir mal, ob wir anschließend ja noch mit den Zwergen einen kleinen Aufstand machen können. Guck mal, dass er jetzt auch hinhaut, ja? Und habt ihr den Schurken getötet? Beeilt euch! Wenn er die Courage gehabt hätte, mir die Markierung zu schicken, dann... Ihr müsst verstehen, es ist viel billiger, wenn ich euch töte und die Karten an mich nehme. Es ist natürlich noch eine Möglichkeit. Ich habe euren Feind getötet. Ihr habt versprochen, mir dafür die Karten zu geben. Ha, das geschieht ihm recht. Deine Tage als Matrose sind gezählt, rotbärtiger alter Fuchs. Jetzt dient er nur noch als Fischfutter. Ausgezeichnete Arbeitsgorn. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Hier, nehmt die Karten. Okay, bringt König Malkus die Karten. Ist doch mal schön. Aber es gibt natürlich noch mehr auf diesen Inseln hier, was wir uns anschauen können. Sagen eigentlich alle von euch dasselbe? Was den Zweck allein? Nee, war das denn der eine hier? Okay, ich hätte gedacht, da gibt es irgendeine Möglichkeit. Aber vielleicht muss man da mit irgendeinem anderen Zweig noch sprechen, aber da waren jetzt ja so viele. Na gut. Ich weiß auch noch nicht, wo diese eine Festung ist, von der wir schon gehört haben. Unterwasserhöhle. Das sind die Minen gewesen. Da gibt es hier eine Unterwasserhöhle. Ach, noch eine Unterwasserhöhle. Okay.
Das wird wohl hier diese eine Festung sein, von der wir gehört haben. Da können wir jetzt natürlich schnell nochmal hinschauen. Mal sagen, haben wir das ja irgendwie doch ganz lukrativ am Ende gelöst. Wahrscheinlich auch irgendwelche Einheiten anheuern. Schloss Totenheimer. Gerade Schafe gelesen. Fallen die ausgewählte Truppe in ein Schaf. Das klingt nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich hier Stufe 1 bis 2 sein, denn die nächste vielleicht eine Stufe höher noch und so weiter. Das ist natürlich gleich 30. Und auch jede Menge. Ist ja aber. Genau, hier ist also wieder er. Ist nicht mehr wirklich interessant. Wie kommen wir eigentlich dahin? Also müssen wir halt hier langlaufen. Na, wir schauen mal, ob wir das heute noch hinbekommen. Alternativ können wir den da drüben angreifen. Nee, da ging, denke ich, auch ein Licht auf. Da durchaus noch was versteckt sein. Also werden natürlich wieder Angst casten können. Naja. Das können wir dann immer noch, aber. Weil es macht dann wahrscheinlich in der nächsten Runde mehr Sinn. Das mal so einschätze, denke ich mal, wir werden das gar nicht brauchen.
300 Erfahrung und so weiter. Das ist halt schön, dass es doch alles ein bisschen was dazu gibt. Augenklar, Diamant, das ist wohl dann. Ich hatte nicht vorhin noch so ein bisschen überlegt. Also hier habe ich drüben jetzt nicht das Kreuz gesehen, aber man kann leider auch nicht ranzoomen hier. Das ist eine Menge Geld wert, ja. Na gut, beim Verkaufen ist natürlich meistens nicht mehr so viel dann, aber. Bestimmt schon. Naja, komm, wir schauen noch mal. Irgendwie alles hinbekommen hier. Halt ein bisschen was aus, ja. Schön. Ich denke, die Wolke vielleicht nicht so das Wahre hier. Ich dachte, die müssen eigentlich immun dagegen sein. Die erstmal weg. Okay, können wir, wir können sogar noch mehr beleben als das, was wir jetzt haben. Also warten wir da erst nochmal. Also war es jetzt 3 von denen, 2 von denen. Ja, dann 3 von denen bitte.
Na gut. Ob der einfach so angreift, könnte sein. Bisschen mehr Mana vielleicht noch. Ein bisschen zu Zorn haben wir natürlich auch gern. Aber wenn der so aussieht, hat er am meisten Angriffskraft. Das ist eigentlich auch interessant. Jetzt ist das, dass er sogar mehr Schaden macht. Das ist immer gut doppelten Schaden bei Magiern. Es trifft halt alles. Ja, halt mal. Haben wir ja noch nie gesehen. Alle kontrollieren. Du bist, denke ich, sehr stark geworden. Mitarbeiter. Du wirst ein bisschen kämpfen müssen, mein Freund. Jäger. Genau, ich denke, das sind die, die ich schon mal gedacht habe. Das sind, denke ich, die stärkeren als die normalen Elfen. Das ist auch eine Truppe, die ich ja also zumindest beim Krieger dann am Ende relativ gern mit dabei hatte. Ja, du kannst natürlich trotzdem ja sowas machen. Jetzt sind natürlich nicht mehr viel davon übrig. Natürlich relativ schwach. Und natürlich mit der Krieger mit der großen Armee hat es dann natürlich schon leichter. Irgendwie die ein bisschen runterkriegen hier. Ich denke mal, was das wird es halt hier nicht wert sein. Na, dann hätte man die wenigstens los. Na gut, das wird auf jeden Fall ein verlustreicher Kampf werden. Das ist ein bisschen schwierig mit dem. Ja, ich denke, wir müssen hier mal aufhauen. Okay, ist noch nicht so weit.
Ja, weil zumindest nicht besonders lang klein. Okay, er geht wieder zurück. Ich dachte schon, er wollte sich jetzt hier die Truhe holen, aber nö. Okay, dann können wir doch hier mal. Hier mal drauf zaubern. Okay, mach einen Klon von ihm. Nur bei 100%, dann machen wir es doch auch einfach. Dann holen wir uns jetzt mal die Truhe her. Natürlich ein bisschen darauf gehofft, dass er jetzt vielleicht wieder groß werde. Na, das ist jetzt ein schwacher Klon, das ist okay. Da kann er seine Magiepunkte für sowas gerne ausgeben. Okay, also klar, mal ein bisschen was verloren, aber mal sehen, gar nicht mal so schlecht. Steinschlag wird stärker. Unterwelt klingt ja nicht mal gut. Ich meine, von 26 auf 30 kostet jetzt nicht so viel mehr. Macht halt doch mal wesentlich mehr Schaden. Okay. Ist auch dieses Wut-Ding. Das heißt, wir können im Prinzip warten, bis das Mana da ist und dann anschließend uns die Wut wieder auffüllen. Da kommt noch ein Kampf und dann müssen wir auch noch das Ding stürmen. Naja, ich denke mal fast, dann lassen wir es an der Stelle lieber doch mal für heute sein. Speichern wir hier nochmal. Und im Prinzip, ja, also normalerweise hatte ich ja vorgehabt, das Spiel hier jetzt vorgestern schon weiter zu spielen und dann vielleicht anschließend mit Octopath Traveler weiterzumachen. Jetzt fiel das ja der eine Tag aus und von daher denke ich, werden wir hier morgen nochmal mit dem Spiel hier weitermachen, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Um jetzt vielleicht mal zu schauen, ob wir jetzt das, was wir jetzt auf den Inseln hier noch ein bisschen machen können, noch weiter voranbringen. Vielleicht schließen wir es ja sogar ab. Die Main Quest können wir im Prinzip ja schon wieder machen. Was wir jetzt hier noch wirklich zu tun haben, wäre theoretisch erstmal noch diese Greifenkrone, aber
Natürlich kann es sein, wenn wir uns zum Beispiel hier drüben oder so mal ansehen, oder was hier oben bei dieser komischen kleinen Insel noch war, dass wir da noch irgendwie was weiteres finden, was uns da was bringt oder ähnliches. Von daher würde ich mal sagen, erstmal an der Stelle soweit. Bis dann!